Herz schlägt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Und wir sind ja in der letzten Folge hier irgendwo zumindest einen halben Berg runtergerutscht und in diesem Sumpf gelandet. Das sieht natürlich schon wieder richtig, richtig einladend aus. Ich werde hier wahrscheinlich 48 Kisten übersehen, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe einfach nicht. So, wir können erstmal gucken, wo geht's denn hier lang? Einfach nirgendwo hier links könnte man, glaube ich, hochklettern. Wenn man das dementsprechende Werkzeug hat, was wir nicht haben. Okay, ich habe aufs Maul gelegt. Ja, ich weiß noch nicht so, wo das hier hin wird, wie weit wir heute kommen werden. Weil ich keine Ahnung habe, wie wir von dieser Ebene hier wegkommen schon mal. Ich würde ganz gerne den mal mit so einem Luftangriff schon mal ordentlich Damage machen. Ja, ungefähr so. Ich hoffe... Oh! Ich hoffe nicht, dass ich gleich von hinten von irgendwas angegriffen werde. Ja, dieses Vieh ist aber auch schnell jetzt drauf da. So, okay, das sieht aber eigentlich ganz cool aus. Ah, das Ding ist komplett lost. Und jetzt weg, weil der schlägt nochmal. Okay, alles im Griff. Okay, hier haben wir direkt schon ein Echo. Das war mal eine Arena. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Ja, sie akzeptieren nur die Stärke. Das ist wohl wahr. Gut, ich sehe eine fliegende Spinne vor mir. Gut, gehen wir da einfach mal. Dahinter. Oh! Okay, Doppelklinge. Das kann doch nicht sein. Einmal durchschnetzeln. Hilfe, BD. Wow! Digga, ey, die sind aber auch schnell. Ah, ich muss niesen. Nein. Hilfe. Die Spinne weg. Bam. Oh, Gottes Willen. Das war mir ein bisschen viel Action, ehrlich gesagt. So, erstmal die Kiste. Die Aussicht ist auch schon wieder godlike, Alter. Danke, BD. So, jetzt erstmal hier gucken, was hier drin ist. Denn die Kiste habe ich selber nicht mal gefunden gehabt. Da war wirklich was drin. Handschuhmaterial Savanne. Okay. Rüsten wir einfach mal aus. Das ist ja ein Träumchen. Das ist auch wieder diese Area. Hier ist jetzt nicht gerade schön. Oh, direkt wieder ein Echo. Moin. Schiff ist abgestürzt. Es war vor irgendwas auf der Flucht. Aha. Abgestürztes Schiff von dem Wanderer, den wir in der letzten Folge gesehen hatten. Gut. Holen wir uns erstmal hier das Ding. So, jetzt kommen wir in die nächste. Wenn die so einzeln sind, haben die halt keine Chance. Die kommen halt immer nur über die Masse. Das ist dann immer richtig problematisch. Aber so geht das voll klar. Ich weiß gar nicht, ob wir hier oben überhaupt irgendeinen Sound gehört. Wir haben unten halt überhaupt nichts erkundet bisher. Und ich weiß nicht, ob es unten oder oben letzten Endes weitergeht. Okay, ich sehe hier auf jeden Fall eine Kiste. Öffnen wir die einfach mal. Ich sehe hier ein bisschen zu viel los mit den Gegnern. Da war wirklich was drin. Lichtschwertschalter. Ich möchte auch gleich wieder ungern irgendwo überrascht werden von der Seite. Okay, hier kann ich wieder irgendwo lang klettern. Klettern wir erstmal hier hoch. Ja, mal wieder ein Echo, ja. Die Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. Ja, Mutter Tamsin oder Telsin oder irgendwie so hieß sie ja. Wie sollen wir das denn schnell genug? Ah, Leute, wartet. Okay. Ah, ja. Okay, mit Machtverlangsamung. Ich bin auch ein Meister der Machtkräfte, aber hier höre ich wieder merkwürdige Sounds. Muss ich hier überhaupt hin? Oder kürze ich gerade voll ab?
nach Ärger aus. Das sieht ehrlich nicht so verlockend aus, das Ding. Hast du schon erlegt. Eindringling ist da unten. Komm, Brüder. Nein. Mit der Rennerei. Du kannst nicht gewinnen, Brüder. Ich kann nicht gewinnen, das werden wir ja sehen, Freunde. So, okay. Die sind halt immer die schwersten, die auch blocken können. Ein schwacher Schlag. So, okay. Gut. Wir können. Ah, BB8. Ja, ja. BD1 will dir was scannen. Ich höre dich, BD. Zeig mal. Oh ja, vielleicht. Da kann man anscheinend hochklettern. Wie geht's weiter? Ich habe das Gefühl, dass wir gerade voll viel geskippt haben in diesem Sumpf. Was mich aber nicht so stört, weil ich den eigentlich sowieso komplett ekelig finde. Wow! Aber es wird nicht besser. Okay, Doppelklingenlichtschwert. Okay, wir müssen. Hey. Diese ganzen Hexen immer, diese Schwestern der Nacht. Ja! Ja! Bruder! Kannst du mir helfen? Direkt mal zwei reingebrezelt. Ach du Scheiße, sind die stark, wenn das so viele sind, Alter. Das war fucking close. Ich hätte gerne mal wieder einen Speicherpunkt, ehrlich gesagt. Gut, wir haben mal die halbe Ebene gerade ausgelöscht hier. Ey, ich finde es auch so schwer, was zu sehen, wenn das auf dem Bild so dunkel ist. Und mir hier noch eine Softbox in die Augen brezelt. Hier in der Ecke gibt es... Kommt man runter, aber ich glaube, da gehen wir gleich sowieso lang. Eigentlich muss man ja auch hoch. Ich habe keine Ahnung. So, okay, warte mal. Wir gehen mal hier lang. Hier sieht es doch auch. Ne, okay, da kann man nicht lang. Alles. Da sieht es nach einem Speicherpunkt aus. Ah, das sieht doch einfach nach so. Ah. Ah. Das ist der Speicherpunkt, den wir da im Sumpf hatten. Und jetzt haben wir eine Abkürzung freigeschaltet. Also theoretisch könnte man jetzt gleich ohne Probleme den Sumpf nochmal erkunden. Weil wir hier easy hochkommen. Und da geht's ziemlich sicher weiter. Aber wir werden hier safe was verpassen, deswegen werde ich hier nochmal runtergehen. Wow, okay. Das war anscheinend irgendeine Rutschpartie. Wow! Gerade noch geblockt. Ey, diese ganzen Spinnen, das reicht. Okay, BD1 will hier was scannen. Blutbäuchling. Terrarium-Samen, sehr schön. Terrarium-Samen, nicht Terraria. Gut, dann laufen wir hier nochmal lang. Der Vollständigkeit halber. Ich hoffe, hier ist nichts, was uns töten will. Ja, wir müssen in Meditations... Ja, ich wusste. Ich glaube, wenn unten diese Leiste da auch wieder aufploppt, diese Machtleiste, dann ist es ziemlich klar, dass da ein Gegner kommt. Huh? Ich wollte eigentlich nur darüber jumpen. Lol, Secret gefunden, erstmal Hype. So viel Angst und Wut. Wie kann hier jemand überleben? Ja, das ist eine gute Frage, wie hier jemand überleben kann. Danke, wie jetzt BD. Sagen wir das jetzt mal. Oh. Ula-Frucht, okay, kann man die essen? Man weiß es nicht. Ah, Digga, es ist auch so, alles kreucht und fleucht hier irgendwie. Man hört überall irgendwas klappern. War das die Abkürzung, die wir gerade freigestellt haben? Ich glaube, ne? Hier konnte man auch noch hochklettern, okay. Wird aber ganz gerne den Speicherpunkt wieder mitnehmen, aber wie kommen wir da denn wieder hoch? Das ist erstmal die Frage, die ich mir stelle, aber... hier nicht irgendwo rechts rein. Problem ist ja jetzt auch, wenn wir uns jetzt hier wieder heilen wollen, dass wir dann wieder alle Gegner hier haben. Was dann wiederum recht unpraktisch ist. Aber wir können uns auf jeden Fall ein Macht-Upgrade holen oder eine neue Fähigkeit. Wir haben ja 3 Fähigkeitenpunkte und wir wollten hier die Lichtschwertbeherrschung erlernen, dass wir deutlich mehr Damage mit dem Lichtschwert machen. Und das ist, glaube ich, richtig, richtig nice. So, ich habe mich auch einfach mal ausgeruht, weil ich die Stimpaks wieder haben wollte. Es ist zwar jetzt etwas... schwierig, vor allem weil bei dem Seil da direkt eine Spinne ist. Ich würde da gerne einfach hinsprinten an das Seil und dann... ja, wir probieren es einfach. Ich habe gar keine Lust gegen diese Spinne. Hallo!
Ja, okay. Einfach ans Seil ran. War hier nicht eben alles voller Hexen? Okay. Sind hier halt keine Hexen jetzt. Ich glaube, das da war die Rutschbahn, die wir runtergerutscht sind, als wir in den Sumpf gekommen sind. Gut, dann gehen wir hier einfach weiter. Wenn die Hexen nicht da sind, ist es schade, aber... kann ich verkraften. Wir wechseln mal eben wieder auch auf Einzelklinge. Gut, dass das hier wieder gar nicht eklig aussieht. Also das ist... hier erwartet dich nur der Tod. Ja, okay, Schwester der Nacht. Bin ich nicht so... wow! Hier wäre einfach noch ein Meditationspunkt gewesen. Den benutzen wir aber nur, um eben kurz zu speichern. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ein Bossfight. Aber halt nicht gegen einen, gegen jemanden mit Lichtschwert, sondern gegen ein Viech. Was wir gerade eben auch gesehen haben. Und ich weiß noch, wie schwer der war. Wie lange ich daran früher damals saß, im ersten Run. Oh, interagieren. Das wird jetzt ganz ehrenlos. Ich weiß, das war irgendwie, man musste, wenn der da in den Boden schlägt und sich da irgendwie verheddert, also wenn er zu doll in den Boden schlägt, dass er hängen bleibt. Dann musste man den irgendwie, musste man den Kopf ranziehen und darauf schlagen, weil der da am meisten Schaden kriegt. Oh. Okay, jetzt können wir zum Beispiel auf den Kopf hauen. Nein. Oh, der Wind. Alter. Okay, wir können aber natürlich auch vieles blocken. Das zum Beispiel. Aber irgendwie... es macht nicht viel Damage. Ja, boah, wir treffen nicht mal. Aber es macht nicht viel Damage am Fuß. Jetzt haben wir den Kopf. Bam, da drauf hauen ist richtig stark. Aber er hat ein paar mehr Phasen. Ach nein, das sieht jetzt nicht gut aus. Oh... ich habe ihn nicht mehr markiert. Aua! Woo! Okay. Alles entspannt. Oh! Er macht den Splinter. Alles klar. Okay, wir haben ihn nicht. Lol. Das war nicht geplant. Ha, Wind. Nein, 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 nein. Nein, ja, natürlich. Okay, wir nehmen mal kurz einen Stim. Okay, wir blocken das. Blocken das. Okay, die Macht nutzen wir gar nicht. Wir haben auch jetzt keinen Machtangriff mehr, leider. Oh nein! Ja, okay, dreh du da deine Runden, ist okay, Gorgara. So, okay, komm her. Auf den Kopf. Leider. Ja, jetzt haben wir gleich wieder Machtangriffe. Ja, moin. Alter, dieser Angriff ist aber auch stark. Okay, da sind wir easy ausgewichen. Dreht ihr seine Runden. Gut, einmal kurz zur Seite. Ist zu nah. Alter. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll, ne? Oh nein! Oh Leute, ich habe echt gerade ein bisschen Angst, dass wir das hier verkacken. Ich habe eigentlich keinen Bock, das nochmal machen zu müssen. Oh, jetzt läuft das Ding weg. Oh. Ja, ja, dreh wieder deine Runden. Oh nein, gleich kommt wieder dieser Luftangriff, ne? Obwohl, ne. Kommt erstmal das hier wieder. Das können wir nicht blocken. Okay, komm, greif doch nochmal an hier. Ich muss auch deinen Kopf hauen. Ja, so. Oh, jetzt scheiße, den zweiten Angriff ins Nirvana. Oh, oh. Oh, 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 nicht gut.
Oh, über die Schockwelle, alles klar. Ei, noch ein. Oh. Das ist ja so antiklimatisch hier. Nein, okay, er macht hier wieder den Sprinter. Oh! Nein, 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 nein! Jetzt wird's ehrenlos. Komm. Das ist schlecht. Ich hätte da. Eben besser. Wo ist er? Okay, okay, okay. Wir müssen uns richtig konzentrieren, Leute. Oh! Warum sehe ich ihn eigentlich so scheiße? So, okay. Oh, ja, der wieder. Oh, Alter. Das wäre gerade einer böse geworden rüber. Okay. Ich hasse diese Sprungattacke. Oh, Leute, ich werde nervös. Ey, ich das. Komm rauf, ein bisschen Damage machen. Macht auch irgendwie gar nichts, wenn wir den irgendwie versuchen mit Macht irgendwie zu beeinflussen. Ah, das ist alles ganz ehrenlos. Oh. Das können wir nicht blocken. Das ist richtig schlecht. Nein! Nein! Wir haben auch keine Stims mehr. Wir haben auch keine Stims mehr. Es sieht ganz schlecht aus, Leute. Es sieht richtig schlecht aus. Es sieht verdammt schlecht aus. Okay, da haben wir ausgewichen. Ach, ich muss ihn noch einmal gut kriegen. Ich habe ihn nicht geblockt gekriegt. Und der Wind. Das war's. Dieser Bossfight ist fucking schwer. Okay, auf ein neues Gorgara. So, erstmal kurz Lichtschwertwurf gemacht. Ey, diese Attacke ist auch ein Graus, Alter. Drauf. Ah, okay, das ist vielleicht mal ganz gut, wenn wir ein bisschen mehr in die Offensive gehen. Drauf auf den Kopf. Richtig guter Damage. Verdammt guter Damage. Aber jetzt kommt die letzte Phase und die ist räudig. Verkacke ich selbst das. Okay. Alles im Griff. Noch ist alles im Griff. Wir haben noch alle Stims. Wir haben kaum Damage gekriegt bisher. Aber jetzt nicht einmal gleich reinscheißen. Ja, dreh du deine Runden, Gorgara. Jump. Okay, komm her. Wir machen das ganz entspannt, Freundchen. Ja, scheiße geblockt, Alter. Okay, Gorgara. Das war schlecht. Ja, er hält uns fern von sich. Boah, ich hab's nur gehört, dass er das wahrscheinlich macht. Okay, wir nehmen mal kurz das Stim. In dieser Phase finde ich es ganz schwer, ihm überhaupt noch Damage zu machen, ne? Das ist ein Riesenproblem. Oh. Okay. Komm her! Triffst nicht. Du triffst einfach nicht. Das ist so schwer. Was willst du dagegen machen? Nein. Okay. Boah, hat das überhaupt Damage gemacht? Oh oh. Wieder ganz bisschen machen. Ja, ich mache einen Backflip in die. Ach komm, ey. Nein. Das kann doch nicht sein, dass wir uns jetzt hier wieder. Ach nein! Das kann nicht sein, Leute. Ich habe keine Chance. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß es einfach nicht. Ich
finde das so schwer. Es ist... Ja, okay, wieder ein bisschen Damage gemacht. Ich sehe doch nichts. Ich sehe doch nichts. Ey, Kamera, ne? Oh, Bruder. Ja, zu langsam. Ey, du kannst ihn nicht treffen. Bitte triff was, triff was. Das macht keinen Sinn. Das ist einfach alles sinnlos mit der Macht gegen den. Nein. Jetzt geht er wieder weg. Ich finde das so schwer. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Weg. Er macht den Jump nicht. Er macht den Jump irgendwo zur Seite. Ja, geil. Ich habe wieder keine Stims mehr. Es sah... Wie geht das denn? Bisschen Damage machen, aber so wenig. Hä? Ja. Ja, doch. Ich weiß wieder. Okay. Wenn wir ihm dann Damage machen, können wir ihn mit dem Magnet ranziehen. So war das nämlich. Dann wird er mir aber auch markiert. Er geht. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Geht er jetzt einfach? Oh, Leute, ich glaube, wir haben es, Alter. Das war ja wieder eine XXL-Episode hier gerade. Ist wohl weg. Oh. Alter, ich hätte auch gern jetzt einen Speicherpunkt. I'm early. So, interagieren jetzt mit dem hier. Was wir ganz am Anfang schon machen wollten. Wir werden auf jeden Fall noch bis zum nächsten Speicherpunkt spielen. Ich werde nicht riskieren, dass das hier einfach weg ist gleich. Boah, gut, was haben wir jetzt hier? Ah, das Kletterwerkzeug. Wir können jetzt diese komischen Feuerranken oder wie die hießen, da hochklettern. Feuer, keine Ahnung, was das ist. Der da Clown. Sehr schön, hier unten ist aber auch nichts anderes, ne? Alter, das ist echt einer der schwersten Kämpfe, finde ich, in diesem Game. Alter, klettert die DSP ganz alles mäßig hoch. Alter, aber dieser Kampf war echt schwer. War auch, glaube ich, bei der ersten, den ich wiederholen, obwohl... Gegen den Ogre Bogdo habe ich, glaube ich, auch nicht beim First Try geschafft. Gut, aber der Ogdo-Bogdo war auch ein ganz anderes Level. Gut. Einfach hier durch anscheinend. Jetzt gib mir doch bitte den Speicherpunkt. Ich bin fucking low und ich will das nicht normal machen müssen. Oh, wo kommen wir jetzt hin, Alter? 80 Jahre uns durch diesen Gang hier quetschen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wie lang ist denn bitte dieser Gang? Okay, da geht's nach draußen. Das sieht gut aus. Und dann bitte lass mich speichern. Ich glaube nämlich, der Gorgara war ja nicht tot. Der wird nochmal zurückkommen. Aber bitte nicht jetzt. So, okay. Da drüben ist der Speicherpunkt. Hier ist nochmal ein Echo, glaube ich. Oh. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Okay, anscheinend musste man als... Aufnahmeritual irgendwie bei den Brüdern der Nacht, also bei den Zabrak, gegen diese Kreatur kämpfen oder irgendwie so. Aber anscheinend ja, also was war denn das Ziel? Weil ich meine, die lebt ja noch, die Kreatur, also getötet haben sie die ja nicht. Gut, damit sind wir wieder voll, Stimpacks aufgeladen, Leben aufgeladen, wir haben es geschafft, gegen den Gorgara zu kämpfen. Aber ich denke, in der nächsten Folge wird unser Freund nochmal zurückkehren. Denn wir haben ihn ja nicht komplett besiegt, wie wir gesehen haben, er konnte ja flüchten. Aber ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Heute mal eine etwas längere Folge. Lag daran, dass wir den Kampf nicht beim First Try geschafft haben. Damit sage ich aber nur noch eins heute, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Wochenstart. Damit haut rein, ciao.